Jo, was geht ab und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Wenn du Eier hast. Heute mit deinem Ehrengast. Riecht ihr das auch? Ganz kurz. Es riecht. Es riecht nach dem Ehrenmann Max. Moje. Direkt zur ersten Aufgabe würde ich sagen. Peace out. Max? Wo bist du? Ich glaube, der Spul ist verschwunden. Scheiße, Mann. Kein Video, Digga. Verkackt, Mann. Das ist doch Benho 07. Was? Ja, das ist was, ich? Ja, ich bin Benho 07, richtig? Weißt du, ich bin... Du bist doch der von Benho Eier, hast du, oder nicht? Ja, ja, normal, Digga. Der von YouTube, hast du gesehen? Ja, Junge, das Video war zu krass. Echt, Digga? Das Video auf dem Digga, komm. Komm direkt, Digga. Komm mit direkt zur ersten Aufgabe, oder? Ey, Digga, mit dir. Natürlich nehme ich wieder mit dir auf. Oh, ehrenhaft, Digga, erste korrekt. Aufgabe, sagst du? Meinst du, das ist Chance gegen mich? Ja, easy, Digga. Ich habe größere als du. Auf ja, ganz entspannt. Das werden wir sehen, Digga. Auf jeden Fall. Okay, kommen wir zur ersten Aufgabe. Direkt zur ersten Aufgabe. So, wir kommen zur ersten Aufgabe. Und zwar, George. Einmal Assistent, bitte. So, ich habe was vorbereitet. Und zwar ein Regenschirm. Guck ihn dir mal an. Was denkst du, was könnte die Aufgabe sein? Ich habe keine Ahnung, aber stabiler Regenschirm aus Eichenholz auf jeden Fall. Aus Eichenholz. Auf jeden Fall, guck mal, du nimmst den Regenschirm. Ja. Überall sind irgendwelche Leute, ne? Du suchst dir einen Typen aus, du gehst mit dem Regenschirm zu ihm und stichst ihn einfach ab, verstehst du das? Also jetzt nicht so einen, auf den du willst ihn töten, du machst einfach so zack, bisschen Faxen und so, ne? Abstechen, bist du behindert? Also, machst einfach Faxen, stichst sie ab. Junge, das ist die erste Aufgabe, du übertreib doch nicht die Lage. Das Niveau hat sich erhöht, komm, Junge, du schaffst es. Die erste Aufgabe, egal. Aber ziehst du durch? Du weißt nicht durch, Digga. Ja, dann sicher, ich bitte, komm, okay, los geht's. Perfekt. Let's fight! Come on! Come on! Go! Come on! Come on! Come on! Come on! You too! Wow! Okay, thank you, bro! So, ich hab gesehen, du hast deine Aufgabe geschafft. Normal! Jetzt erstmal danke, Assistent! So, ja. Jetzt bist du mal mit der Aufgabe. Jetzt kommt deine Aufgabe, ne? Jetzt bist du mal hochgenommen. So, deine Aufgabe ist, wir gehen jetzt zu McDonald's, hol dir ein paar Chicken Nuggets. Ja, überall, ein paar Viper. Du gehst hin. Was ist easy, du weißt nicht, ich war die Aufgabe. Nein, du gehst dahin und fragst, ob sie dich heiraten wollen mit Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Du kniest dich hin und fragst, ob sie dich heiraten wollen. Heiraten und fragst mit Chicken Nuggets. Ja, normal. Easy. Digga, willst du da nicht klatschen? Ich zieh durch, Junge. Ja, okay, komm. Easy. Einfach nicht widerstehen. Deshalb. Willst du meine Frau werden? Ich mag keine Chicken Nuggets, danke. Du magst keine Chicken Nuggets? Nein. Willst du trotzdem meine Frau werden? Ich bin verlobt. Ach, du bist verlobt. Das ist jetzt schade, dass du keine Chicken Nuggets magst. Aber. Nein, aber nicht dafür so, okay. Auf jeden Fall, durchgezogen, auf ja, ganz entspannt. Genau. Aber die mochte leider keinen Chicken Nuggets, das heißt mehr für mich. Bruder, oh, Digga, die Soße. Boah, danke schön. Digga, in 10 Jahren gucken wir weiter, vielleicht kannst du wieder anklären. So, was ist meine Aufgabe? Deine Aufgabe. War? Ja, ne. Deine Aufgabe ist, und zwar du gehst zu Leuten hin, die sich hinsetzen und sowas, ne? Und danach, du starrst sie einfach die ganze Zeit an, provozierst sie, sitzt einfach neben die, starrst sie an, guckst sie an. Was weiß ich halt, ne? Komm, let's go. Komm, let's go. Digga, ich hab gesehen, du hast deine Aufgabe gemeistert. Ja, aber Natur hat leider nichts dazu gesagt, Digga. Hier in Hamburg, die Pranks sind kompletter Marsch. Ja, das bringt in Deutschland nichts. Aber ja, was soll man machen? Du hast durchgezogen. Ja, du musst dann mit der nächsten Aufgabe kommen. So, deine Aufgabe, wo du richtig deine Eier beweisen musst. Aber jetzt richtig, ne? Ja. Also nicht das Normale, sondern richtig übertrieben, weißt du? Ja. Guck mal, du siehst diesen Bucherer, was da steht, ne? Bucherer, ja. Du gehst dahin, du siehst dieses Gerüst, ne? Du kletterst einfach da hoch. Ja, das kannst du doch nicht bringen, Junge. Ich kletter da jetzt nicht hoch. Junge, komm nicht hoch, Mann. Nur ein bisschen hoch, komm. Da oben, siehst du doch. Da ist doch schwer eine Leiter. Wie soll ich da hochkommen? Einfach hochklettern. Nein, das geht doch gar nicht, Junge. Das ist nicht mal mein Gerüst, wo ich drauf kriege. Junge, scheiß drauf, Digga, sonst gibt's Bestrafung. Ich
kann da doch nicht einfach aufklettern. Du bestrafen wirst so extrem, du wirst sterben. Oh, Junge, Bestrafung. Ah, er zieht nicht durch. Ich doch durch. Siehst du durch? Komm, jetzt entscheiden. Okay, Digga. Ja, das geht nicht. Krise, dann direkt zur Bestrafung würde ich sagen, ne? Ja, dann kommen wir zum Bestrafung. So, please. So, kommen wir zum Hundefutter, deine Bestrafung. Da hast du freie Auswahl. Was willst du? Was willst du? Guck mal, hier hast du Huhn und Gemüse. Huhn, Gemüse oder Rind. Oder hier Kalb. Kalb ist auch gut. Oh, Kalb. Hier ist ein Kalb. Hier ist Kalb mit Kartoffeln und Karotten. Kalb, Kartoffeln. Oh, das hört sich lecker an. Lecker, Schmecker. Nur Rind oder? Oh, ohne Zucker. Rind. Rind ist gesund, oder? Ne, ich glaube. Oder ich nehme aber das hier, ja. Das hier? Oh, 90% Fleisch. Das Lamm, ist... aber ich habe keinen Bock auf Lamm. Was nehmen wir denn jetzt? Garmin. Was ist das da? Nee, das ist Reh. Rind, hier ist Rind. Ah, Rind. Aber das sind drei Stück. Komm, nimm das hier, Junge, das ist besser, ne? Die Zuschauer wollen das auch haben. Beef Stick. Junge, das ist billig, komm. Wir ziehen jetzt das hier durch. Kalb. Das Kalb-Pastete, Mann. Komm, Kalb, rein in die Masse, los. So, hier sind wir bei der Bestrafung. Ich hoffe, ihr kennt diese Location. Weil euch, du. Ja, ich kenn die Location. Du kennst die Location, ne? Video. Ja, da hat er mich leiden lassen. Hier, Hundefutter. Das wird er jetzt essen. Und zwar richtig schmackhaft. Hier, kannst du selber öffnen. Gönn dir. Ich muss ja selber öffnen, was? Oh, geil, Mann. Scheiße, Digga. Guck dir das an. Hey, das stinkt schon so. Digga, das ist richtig eklig. Oh mein Gott. Ich kann das wirklich nicht machen. Du musst durchziehen jetzt. Komm, weg, weg damit. Kipp die Flüssigkeit ein bisschen aus, Digga. Das ist eklig. Das ist zu eklig, komm. Digga, was ist das? Das ist Pisse, Mann. Ein bisschen Flüssigkeit. Das ist so eklig, ne? Guckt euch das an, Digga. Nochmal Zoom. Hier, was ist das, Digga? Was ist das? Scheiße ist das, Alter. Oh mein Gott, er hat durchgezogen. Komm, drin lassen, komm. Komm, drin lassen, komm, komm, komm. Zieh durch. Schlucken, 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 schlucken. Junge, schlucken, Mann. Junge, Digga, du hast dich geschluckt, Mann. Was ist das? Guck mal, wie viel da drin ist. Der hat kaum was genommen, guck dich das an, der hat nichts genommen. Junge. Das ist so eklig, Hundefutter, bitte. Digga, du hast dich durchgezogen, Mann. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall danke, dass du mitgemacht hast. Danke für das Video. Er ist verlinkt überall, sein Instagram, alles verlinkt. Ja. Und gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und teilt das mit euren Freunden.